Nein, mein lieber Singer, länger warten kann ich leider nicht. Ja, das wird der Herr Doktor aber sehr bedauern, der ist auf dem Gericht. Ja, so, ja, natürlich, ja, der ist auf dem Gericht, das hätte man ja denken können. Gell? Ah, ja. Es ist erst 11 Uhr. Zu dumm. Ah, da schon her. Taugen Sie was? Für Klienten. Für Klienten. Herr Notar, übrigens eine Frage. Haben Sie was Wichtiges? Ah, sehr wichtig. Ich wollte ihn zum Frühschoppen abholen. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Alles dann, sagen Sie mir einen schönen Gruß und ich komme am Nachmittag wieder vorbei. Ist recht, Herr Notar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Singer. Ja, Herr Notar. Eine indiskrete Frage noch. Wie gehen denn jetzt so die Geschäfte? Oh, Herr Notar, der Herr Doktor ist nicht mit Leib und Seele Anwalt. So, so. No, eh, zum Glück hat er ja mich. Ah. Ja, ja. Ich ziehe immer wieder für ihn so einen ergiebigen Prozess aus, so einem verstockten Klienten. Sie, so, so. Ja, ja, ja. Herr Notar, hättet Sie nicht wieder mal einen Klienten für uns? Doch, ich hätte einen, darum wollte ich ihn ja sprechen. Herr Notar, Sie sind ein Freund. Um was handelt es sich denn? Ich habe den Herrn Doktor einer gewissen Frau Werneck empfohlen. Gisela Werneck. Es handelt sich um einen Erbschaftsprozess. Erb auch noch. Herr Notar, Sie sind ein wahrer Freund. Ist schon recht, mein lieber Singer. Ist schon recht. Ah. Ah, da schau her, der Herr Notar. Lassen Sie sich auch wieder einmal sehen. Grüß Gott, Viktoria. Grüß Gott. Wie geht's denn immer? Danke noch, Frau Gut, ne? Aha. Was? Ach so, Entschuldigung. Und selber, Herr Notar, die Frau Gemahlin? Danke. Meine Frau ist gerade in Bad Ischl, zur Kur. So, aha. Haben Sie es wieder einmal abgeschoben? Und jetzt möchten Sie gewiss mit dem Hansl nach Paris fahren? Sie erraten aber auch alles. Ja, ich sag alle, weil ein guter Freund, sage ich, der ist oft gefährlicher, als wir 10 Feinde. Jetzt musst du schon bitten, gell? Naja, es war doch endlich Zeit, dass er heiraten tät. Jetzt kenne ich den Hansl schon seit seiner Geburt. Aber so empfindlich, so reizbar und so eigen ist der Hansl noch nie gewesen wie in der letzten Zeit. Folgen tut der überhaupt nicht mehr. Ja, mei. Männer über 40 folgen halt nicht mehr so gern. Vorgestern, da hat er mir fast den ganzen Rammstrudel stehen lassen. Na. Ja, ja. Und vor ein paar Tagen, da hat er nicht einmal den Kalbsbraten angerührt. Mach es, Mais. Ja. Ich bitte Sie, Herr Notar, da stimmt doch was nicht. Ein gesundes Mannsbild und kein Appetit. Da fehlt was. Ja, freilich. Einem Anwalt, der keine Lust zum Prozessieren hat, dem fehlt was. Eine Frau fehlt ihm. Das könnte stimmen. Die Ehefrau, mein ich. Dass doch die alten Damen immer kuppeln müssen. Ja, besser rechtschaffen verkuppelt, als wir unanständig in Paris. Finden Sie Paris unanständig? Na, no, ich finde ja München schon schlimm nur. Was? Jetzt ist, glaube ich, besser, dass ich gehe. Ja, ja, bessern Sie nachher noch da. Empfehlen Sie mich trotzdem meinem Freund Hans. Ja, ist schon recht. Singer. Herr Notar. Sagen Sie dem Herrn Doktor vorerst noch nichts von dieser bewussten Angelegenheit. Nein, Herr Notar, wo wäre der denn? Der Herr Doktor wäre im Stand und hätte mir den Goldfisch auch wieder wegschwimmen lassen. Ja, für deiner Gut. Auf Wiedersehen, Herr Notar, auf Wiedersehen. Paris. Sagen Sie mal, Singer, was haben Sie denn schon wieder am Herrn Doktor auszusetzen? Gar nichts, Jungfrau Viktor, gar nichts. Aber unser Herr Doktor ist einfach zu nobel. Ja. Ach, wenn ich da an mein früheres Chef denke, an den Max Emanuel Reisberger. Und wenn ich da an die gute Frau Oberförster Selig denke, was die alles hat mitmachen müssen mit dem Burm. Der hat's kennen. Als ein Prozess hat er 5 gemacht. Nein. Und die Cäcilie, das Dichterl vom Baron Bersach. Die hätte ja unseren Hansler so gern mögen, aber er hat sie ja seiner Lebtag nicht erklärt, vor lauter Schüchternheit. Das ist doch direkt ein Eine Schande, ja, freilich. Ach, der alte Reisberger hat immer zu mir gesagt, in jedem Menschen steckt zu innerst ein Prozess. Was reden Sie denn auf einmal für einen Schmarrn, der Herr Singer? Mit einer kommen Sie ja nicht mehr unterhalten. Ja, geh, sei doch friedlich, Viktor. Dafür hat er andere Vorzüge, der Singer. Na, was gibt's Neues? War jemand da? Ja, der Notar Holzwart. Gerade ist er gegangen, bist ihm nicht begegnet. Nein, leider nicht. Ja, wieso sind denn der Herr Doktor so bald schon zurück? Ja, weil es 5 Minuten vor der Verhandlung zu einem Vergleich kommen ist, Singer. Heiliges Blechle. Also, da kennst du doch gerade auf der angesattelte Sohn aus. Schon wieder ein Vergleich.
Ja, den Akt Rankel dürfen Sie ablegen, Singer. Ja, wenn er da ist, wo habe ich ihn denn? In meiner Tasche. Aha. Ach du lieber Himmel, ich glaube, die habe ich im Anwaltszimmer liegen lassen, Singer. Gell, er muss es halt holen, gell, wenn's recht so gut wären, ja. Ach, schon wieder ein Vergleich. Ach, nein, ich mache gar keinen Spaß mehr. Da schindert man sich den ganzen Tag in der Kanzlei rum. Also, wenn man noch endlich einmal aus so einem Klienten so die alles Prozessle rausziehen könnte, dann kommt wieder so ein Drecksvergleich dazwischen. Ja, ein Junge, der sagt sie leicht, für mich reicht's. Und so viel bleibt da immer noch, dass man's ja einmal nach Paris fahren kann, ne? Du, meine liebe Victor, jetzt langt's mir fein, gell? Was wisst denn ihr überhaupt von mir? Gar nichts. Ihr habt keine Ahnung und redet nur dumm daher, gell? Also, das darfst du nicht sagen, Hansl, das tut mir weh. Ja, ich will dich ja nicht kränken, Victor. Ja, schau, ich hab dich doch schon im Wickelkissen auf meine Arm rumtragen. Und die gute Frau Oberförster Selig, die hat's mir doch extra aufgetragen. Victor hat's gesagt, wenn ich einmal heut nicht mehr bin, dann kümmerst du dich um den Hansl. Hm. Ja, und drum möchte er jetzt was beichten. Ich hab für dich was unternommen, damit du endlich zu einer Hochzeiterin kommst. Was? Ja, weißt du, ich hab da einen Neffen, einen weitschichtigen Johann Baptist Weber, heißt er, aus Dachau. Und der hat so eine Agentur. Und den hab ich für dich herbestellt. Also ich bitte dich, Victor, einen Schmuser aus Dachau. Na, inzwischen hat er ja längst in München sein Büro. Ja, du bist ja eine Kupplerin. Ja, hab ich heute schon mal gehört. Hm? Also, der Weber besucht dich heute Vormittag noch. Was, heute noch? Ja, und da macht er da seine Vorschläge. Ich möchte wissen, was da schon kuppelt sein soll. Also, was ich mit dir noch alles erlebt, Victor? Wieso? Auf den Weber, da kannst du dich voll verlassen. Der sagt zu keinem Menschen was. Schickt mir die einen Schmuser ins Haus. Und dich habe ich meinen Lebtag für ein anständiges Frauenzimmer gehalten. Ja. Oh, Jäger, das kann das schon sein. So? Ich lasse euch lieber allein, gell? Okay? Ja. Herein! Grüß Gott, Herr Doktor. Ja, das ist ja der Hofbauer. Gott sei Dank. Freut Sie, Herr Doktor, dass Sie mich wieder sehen. Ja, freilich sozusagen. Ja. Na, wo fällt's denn wieder? Ja, frage ich, Herr Doktor. So? Na, fragen Sie nur. Ja. Aber Sie, es kann sein, dass wir nicht viel Zeit haben heute. Aha. Mir ist nämlich ein ganz besonderer Besuch angekündigt. Ja, na, komm ich heute noch nicht mehr her und kauf mir dabei ein paar halbe. Jawohl, das ist ernst. Ja. Sie, Herr Doktor, ja. Aber das können Sie mir doch gleich sagen, was das kostet, weil man einem mit einem kleinen Steckerl ein bisschen an den Kopf aufhaut. Ja. Also einen festen Tarif haben wir da noch nicht, Hofbauer. So. Und eigentlich müssten ja Sie das am besten wissen. Ich meine, es ist ja schließlich nicht das erste Mal, was? Ja, Sie, Herr Doktor, meinen Sie, dass ich da eingesperrt werden könnte? Ja, freilich, warum nicht? Ich bin aber in einer offenbarigen Notwehr befunden gewesen. Vor 6 Wochen ist gewesen beim Unterwirt. Ja, da kann ich 100 einschweren, dass ich in einer Notwehr befunden gewesen bin. So. Ja, und überhaupt, ich habe ja mir bloß mit einem kleinen Stecker ein bisschen an den Kopf nachgehört. Ja, hey. Wenn es bloß ein kleiner Stecker war, Hofbauer, dann kann es ja nicht so arg werden. Ja, Sie, Herr Doktor, ganz ein kleiner Stecker. Es ist nicht dicker gewesen, als wenn mein Dämmer. Ein ganz ein kleines, winzig Stecker. Hat er sich ins Bett legen müssen? Ja, sei ich schon. Wie lang ist er denn gelegen? Er liegt noch. Noch, seit 6 Wochen, so. Ja. Einen kleinen Moment noch, bitte schön. Sie, Hofbauer, jetzt muss ich Sie bitten, dass Sie gehen. Ich glaube, der Besuch ist nämlich schon da. Der Besondere? Ja. Ja. Aber ja, Doktor, mein Name ist Weber, Johann Baptist Weber. Ich komm. Ja, der Hofbauer. Ist das der Besuch? Der ist freilich was Besonderes. Ah, da schau her. Die Herren kennen sich anscheinend, was? Nicht, wer den Kinder denn? Den. Sag's lieber nicht. Aha. Der Hofbauer braucht wieder einmal einen Beschützer, was? Wenn man die sich, braucht man freilich einen Schutz. Na, meine Herren. Haben Sie keine Angst, Herr Doktor. Der Hofbauer und ich, wir kennen uns nur so geschäftlich von früher. Sind da freilich so Geschäften, die was du machst? Du Leibbetrüger, du ganz Abscheulicher. Hofbauer. Wer hat denn den Verlust gehabt bei unserem Geschäft, hä? Ich oder du? Also, meine Herren, ich kann sowas nicht dulden hier in meiner Kanzlei, gell? Entschuldigen Sie vielmals, Herr Doktor. Verkauft er mir ein dampfiges Ros mit einer Garantie? So.
Und hab ich das Ros nicht wieder zurückgenommen, obwohl ich dir gar keine Garantie gegeben gehabt hab? Hä? Probier das heute, halt, obwohl ich nicht fünf Zeiger an der Hand hab. Auf der Bauern raus jetzt. Ja, ich geh schon, Herr Doktor. Aber das so gerne, was einer der verkauft, das ist nie nichts Gescheites. Mit dem bist du ausgeschmiert, bevor du anfängst. Oha, oha. Du, das ist für Geschäftsschädigung. Pass auf, dass ich dich nicht verklag. Ja, klag noch, weil du so einen dummen Applikanten findest. Nass jetzt, Hofbauer. Bei mir ist kein Wirtshaus, gell? Ist gut, Herr Doktor. Ich komm dann noch einmal vorbei. Ja, ich muss Sie jetzt vielmals um Entschuldigung bitten, Herr Doktor. Es ist mir äußerst peinlich, umso mehr bei einer so wichtigen und empfindsamen Angelegenheit. Wie der Roshandel da, was? Herr Roshandel. Nein, nein, Herr Doktor, es handelt sich vielmehr um eine Sache, die für Sie selbst von der eminentesten Bedeutung ist. So, so. Wenn ich Sie bitten dürfte, dass Sie sich ein bisschen kurz fassen, Herr Weber, bitteschön. Dankeschön. Herr Doktor, Sie haben eine große Praxis, ein reiches Einkommen, eine angesehene Stellung. Ja, ja, schön, 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 schön. Ja, aber Sie sind nicht zufrieden. Es fehlt Ihnen was. Schauen Sie, ein Blick in die Natur zeigt uns ja schon, dass kein Lebewesen für sich allein zu bestehen vermag. Und wie der einsame Fichtenbaum von der Palme träumt, wie der Hirsch im Wald nach einer Hirschkuh röhrt, wie der Löwe in der Wüste sehnsüchtig nach der Gefährtin brüllt. Genau. Wollen Sie mir vielleicht Brems Tierleben verkaufen? Ne? Das ist gut, Herr Doktor. Ein bisschen kürzer, bitte schön. Kürzer, bitte. Meine Tante, die Victor, was ihre Haushälterin ist, die hat mich bereits über ihre Wünsche informiert. Über meine Wünsche, so, so. Genieren Sie nur nicht, Herr Doktor, es kommt für jeden Mann einmal der Tag. Und deshalb bin ich ja gekommen, weil ich Sie bereits einer äußerst charmanten Dame empfohlen habe. Sehr jugendlich und wohlhabend. Ja, das, Herr Herr, ich danke Ihnen bestens, Herr Weber. Bitte sehr, Herr Doktor, das Finanzielle, das regeln wir dann später. Meine Tante hat mir auch gesagt, für Sie wäre etwas Reiferes geeignet. Am besten vielleicht eine Witwe? Eine Witwe? Ja, da schau her. Ja, freilich. Was ist denn an die Jungen so besonders dran? So eine kennt sich doch hinten und vorn nicht aus. Mhm. Nein, nein, Herr Doktor, nur bei einer reiferen Frau kriegt der Mann das wahre Paradies. Ja, ja, bei den Frauen ist das wie bei den Rassepferden. Was wollen Sie mit einem dürren Jahrling? Fünf, sechs, siebenjährig sind's was wert. Ich will kein Pferd kaufen. Wir haben's gleich, Herr Doktor, wir haben's gleich. Schauen Sie, ich selbst bin schon zum zweiten Mal verheiratet. Mit einer Witwe. Nicht zu jung, nicht zu alt, gerade recht in der Mitte, so zwischen 30 und 40. Und der Frauen-30er, der ist schon eine Wallfahrt wert. Also lieber Herr Weber. Ich habe da im Sulzbacher Kalender einmal ein sinniges Sprüchel gelesen. Das geht ungefähr so. Da sind's nicht zu laut und nicht zu leis, nicht zu kalt und nicht zu heiß, nicht zu lustig, nicht zu traurig, nimmer zu dumm und noch nicht zu gescheit. So. Gut, gell? Ja, sehr. Ja, ja, da sind's gerade recht und Geschmack unschön warm. Aha, also ich muss Sie bewundern, Herr Weber. Danke sehr, Doktor. Aber Sie können auch ohne weiteres was anderes haben, so zwischen 40 und 50 hätte ich auch ja, was. Ja, um Gottes Willen. Nicht? Nein. Also um die 30, Herr Doktor, da hätte ich eine einmalige Partie für Sie. So, so. Ja, so eine Partie, sage ich Ihnen, gibt es alle 50 Jahre nur einmal. Geh, machen Sie mich nicht neugierig. Eine jugendliche Witwe, äußerst charmant, ohne Anhang, kinderlos, mit einem Vermögen von 150.000 Mark im Bar. Aha, ja, das wäre sehr schön, Herr Weber. Aber schauen Sie, ich will ja überhaupt nicht. Ich danke Ihnen bestens, Herr Weber. Bitte schön, Herr Doktor, gerne geschehen. Die Dame wird sich in Kürze bei Ihnen vorstellen, unter dem Vorwand, dass sie einen Erbschaftsprozess hat. So. Die Idee ist von mir. Ja, großartig. Da ist der Neue wieder. Also, Stichwort Erbschaftsprozess. Sie wird kommen. Ich erlaube mir, mich zu empfehlen, Herr Doktor. Aber die Ehre, übrigens. Was wollen jetzt eigentlich Sie schon wieder, Hofbauer? Hm? Sie, Herr Doktor, ich habe mir das überlegt, weil der als besonderer Besuch zu Ihnen kommt. Da weiß ich schon, um was es geht. Sir? Ich wüsste den auch nicht. Ja, was? Ja. Meier, Teres, so ein Wirt auf Straße hat es um mich keiner gehabt, aber ihre Mutter hat das erste Jahr gleich einen Schluck getroffen. Noch eine Witwe. Nein, nein, ich danke schön, Hofbauer. Ja, Kind ist aber keins da gewesen. Sir? Mit ihren Schwaben hat sie sich nicht verstanden, dann hat sie sich 25.000 Mark auszahlen lassen und ist wieder gegangen. Ja, was? Sie, das wäre sehr verlockend. Ja. Aber schauen Sie, ich heirate ja überhaupt nicht. Ohne. Ach, der Singer. Doktor. Da wird denn die Tasche wieder her. Nehmen Sie es gleich wieder mit und legen Sie den Aktrankel bitte schon ab, ja? Ja, freilich, Herr Doktor, ja, freilich. Sie, Herr Doktor. Ja. Für mich war das voll praktisch, wenn das etwas wäre.
Wieso? Mein Teres, die Wirtin von Strass, das ist ja meine Schwester. Da wurden wir verwandt. So. Sie Hofbauer, ja. Wenn Sie für irgendeinem Menschen auch nur ein Sterbenswörtel von diesem Blödsinn erzählen, gell, dann verteidige ich Sie nicht mehr. Ja, ich sag ja nichts. Nein, ich fahr das nicht fest, das sag ich da gar nichts. Aber praktisch war's euch. Ja. Hansl! Ja? Hans, Essen war fertig. Komm's gleich, bitte schön, gell? So. Also, Hofbauer, adieu. Ja. Adieu, Herr Doktor. Und einen guten Appetit. Sachsen, die, das war praktisch. Da tat es einer arm leichten, den ich bat sein. Also, Hofbauer, adieu. Du bist der Schreiber, ha? Sie sind sehr vorsichtig, von wegen, ich bin kein Schreiber. Ein Schwab. Pass auf, falls das aufsetzt, die Schrift für mich, gell? Ja. Dann schreibst du das für einen, dass es ein ganz kleiner Steckerl gewesen ist. Steckerl? Da ist ein Taler. Aber dass du es für ihn schreibst. Okay, gang doch zum Teufel und seiner Großmutter. Meinst du vielleicht, ich riskiere meine Stellung wegen deinem Krampf? Herein. Grüß Gott, ich stehe gleich zur Verfügung. Ja, nachher nicht, ist mir auch recht. Aber einer schreiben, so ist das Ding erst. Da bringt der Bayerin schon mal ein Butter oder ein Haferl voll Schmalz. Ich habe Besuch. Guten Tag. Ja, für gut nachher. Ja. Ein Dialekt schwätze diese Gnädelbauer, gell? Womit kann ich dienen, gnädige Frau? Mein Name ist Gabriele Warnbüchler. Ich bin Witwe und komme wegen einem Erbschaftsprozess. Ja, Freile, so. Der Herr Weber hat sie mir sehr gerühmt. Der Weber, so. Aha. Na ja, gut, die Sache ist sicher sehr wichtig und präsent, gell? Aber Rechtsanwalt. Wieso Rechtsanwalt? Ach so, ja. Oh, Sie brauchen sich von mir gar nicht zu genieren, Frau. Warmbüchler, ja. Wollen Sie nicht Platz nehmen? So. So, also, dann wollen wir mal ganz offen miteinander schwätzen. Also, wer ist gestorben? Gestorben? Na ja, gut, ich meine, wenn von einer Erbschaft geschwätzt wird, muss doch zuerst einer sterben, ne? Natürlich, ja. Mein Mann. Oh. 3 Jahre waren wir nur verheiratet. Er war nämlich ein bisschen lebensfroh. Ich habe immer zu ihm gesagt, Emanuel, trink nicht so viel und rauch nicht so viel. Und er hat trotzdem. Ja, er war halt so lebensfroh. Ja, na, was soll's machen, ne? Ja. Also wahrscheinlich hat er ein Testament hinterlassen. Gewiss, aber, Herr Doktor. Lassen wir den Doktor. Bleiben wir bei uns, Frau Warnbüchler, gell? Also, wie liegt der Erbfall? Der Erbfall? Ja. Ja, der Herr Weber hat Ihnen doch gesagt, Frau Warnbüchler, Weber, sind Sie mir nicht böse, nicht? Aber zu was brauchen wir zwei, der Herr Weber, nicht? Ich meine, ich weiß doch, wie man sowas macht, nicht? Also, wie ist das mit dem Testament? Testament? Wozu brauchen Sie ein Testament? Ja, Testament brauchen wir doch. Herr Freilich braucht man ein Testament. Bei jedem Prozess, das ist doch die Hauptsache, ne? Prozess? Ja. Ja, jetzt muss ich Sie aber doch fragen, hat Sie denn der Herr Weber gar nicht vorbereitet? Oder ist das so eine fixe Idee von Ihnen, dass ich jetzt wirklich erst einen Prozess erzählen soll? Natürlich müssen Sie erst einen Prozess erzählen, ne? Also, es ist ein Testament vorhanden. Ja, wenn Ihnen das so wichtig ist. Ja, das ist sehr wichtig. Und das Testament wird angefochten von Verwandten, die nichts gekriegt haben. Stimmt's? In Gottes Namen ja. Ja, ja. Oh, das leidige Geld, das leidige Geld. Ja. Ist überhaupt was da gewesen? Herr Doktor, ich muss sagen, ich verstehe Sie nicht ganz. Nee, mein der Nervus rerum, nicht? Zaster? Rentiert sich's überhaupt, dass man sich anstrengt? Anstrengt?
Also, Frau Warmbichler, kurz und schlank, um wie viel handelt es sich? Naja, sagen wir ungefähr 150.000 Mark. 150.000 Mark? Frau Warmbichler, wie Sie mich so vor sich sehen, ich bin der richtige Mann für Sie. Oh, Herr Rechtsanwalt, ja. Sie sind sehr offen. Gell? Ja. Dann darf ich auch offen sein. Ja. Ich bin so gut wie ohne Anhang. Wenn ich Sie jetzt fragen darf, wie steht's denn bei Ihnen? Ja, freilich, das machen wir, das kriegen wir. Aber nein, lassen Sie mir doch noch einige Zeit zur Überlegung. Überlegung, was brauchen Sie da überlegen? Sie werden sehr über Jahr und Tag werden Sie mir recht geben und sagen, Gott sei es getrommelt und gepfiffen, dass ich an den Mann gekommen bin. Ja, wenn das Ihre aufrichtige Meinung ist. Ja, freilich. Meine Hand drauf. Ja, dann, Herr Rechtsanwalt. Bitte. Darf ich um die Unterlagen bitten? Unterlagen? Ja. Habe ich keine bei mir. Müssen Sie doch haben, Fraule. Sonst weiß man ja nicht gig und nicht gag. Wie? Ja, ich war für einen so raschen Entschluss gar nicht vorbereitet. Ich werde Ihnen die Papiere schnellstens beschaffen. Ja, aber Sie kommen doch bestimmt wieder, Frau Warmbichler. Aber wie können Sie das fragen? Ich glaub's ja. Sie laufen doch jetzt nicht noch woanders hin. Aber was denken Sie? Nicht böse sein. Ich meine, Sie sind so ein liebes, gutes, verständiges Frauli. Sie kommen bestimmt wieder. Frau Warmbichler, bitte schön. Darf ich bitte? Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Auf Wiedersehen. Hat mich sehr gefreut. Guten Tag. Ist das ein Geschäft, bis man so einen Prozess aus so einem Frauenzimmer rausdividiert? Wie viel hat sie gesagt? 150.000 Mark. Mensch, gibt es Gebühren. Jungfer Victor! Jungfer Victor! Ja, Jingle. Wo brennt's denn? Wir haben einen Mordsriesenfisch gefangen. Am Prozess? Ja, und was für einen, so? Wirklich? Ja. Ja, ich sag's halt, wenn der Herr Doktor Sinn nicht hätte, der kann glatt zusammenbacken. Ja, freilich, ja, freilich. Deswegen haben Sie hier gerufen. Ja. Also, der Herr Doktor darf nichts von der Sache erfahren. Der wäre im Stand und kommt mal mit seiner Noblesse dazwischen, nicht? Mhm. Und dann verschwindet uns der ganze Prozess wieder in der Versenkung. Na, nein, ich sag schon nichts. Ich bin ja froh, wenn das Geschäft hier ein bisschen besser geht, nicht? Eben, ja. Na, Singer, war was los? Ist jemand da gewesen? Nein. Nicht? So. Also, dann packen wir's wieder. Du, Hansl? Ja? Der Singer, das ist doch ein rechter, tüchtiger Mensch, gell? Ja, freilich. Warum? Nix, mein bloß. Solche Leute sind heutzutage rar. Sicher, sicher, sehr sogar. Oh, bitte kein Loblied in meiner Gegenwart, sonst werde ich rot. Ja, bitte, herein. Grüß Gott. Kann ich Herrn Dr. Stein sprechen? Ja, bitte, grüß Gott. Sei freundlich, das ist... Ah, guten Tag, gnädige Frau, grüß Gott, bitteschön, kommen Sie doch rein. Bitte nehmen Sie Platz, so. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, gnädiges Fräulein. Singer. Kannst dich ruhig um die Dame kümmern, Hansl. Ich mache einen Singer derweil einen Kaffee, gell? Singer, gehen Sie ins Wohnzimmer. Kommen Sie, ich komme gleich nach. Ja, der Herr Doktor braucht mich aber vielleicht. Trinken Sie ruhig Ihren Kaffee, Singer. Komme ich denn ungelegen? Aber nein, wir warten doch auf Sie. Vielleicht hat die Dame einen Prozess? Ja, allerdings. Ich brauche Sie jetzt nicht, Singer. So, schade. Soll ich nicht doch lieber später kommen? Oh. Aber auf keinen Fall, bitteschön. Gnädige Frau, setzen Sie sich. Danke. So. Ja, der Herr Doktor ist heute ein bisschen aufgeregt, gell? Aber wenn ich Sie so anschaue, es hat schon was Aufregendes, so jung und so schön. Victor! Ja. Ach, bei uns dürfen Sie sich nicht sehr genau umschauen, gnädige Frau. Wissen Sie, in einer Kanzlei geht alles drüber und drunter und allein kann ich halt auch nicht alles machen. Ich sag's halt immer, dem Herrn Doktor fehlt schon sehr eine Frau. Also Victor! Ja, und dann tut's mir überhaupt leid, dass er ein Rechtsanwalt geworden ist. Mei, wir hätten's ja so schön haben können, wenn er auch Forstwirtschaft studiert hätte, so wie sein Vater selig, gell? Fangst jetzt schon wieder davon an? Sie müssen vielmals entschuldigen, gnädiges Fräulein. Aber Fräulein Victor ist meine Haushälterin und schon seit meiner Kindheit bei uns. Na ja, reizt dich vielleicht nicht, dass du umgesattelt bist. Und drück dich nicht auf das Heimweh nach der Vorderis.
unserem schönen alten Forsthaus im Wald. Ja, 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 sicher, aber das ist halt jetzt nicht mehr zu ändern, nicht wahr? Das kann ich aber sehr gut verstehen. Ich stamme nämlich auch aus einem Försterhaus. Was? Ja, dann ist Ihr Herr Vater vielleicht auch ein Förster gewesen? Ja. Mein Gott, so ein Glück, Hansl, da braucht es überhaupt kein Überlegen mehr. Also ich muss sagen, ich bin überrascht, gnädiges Fräulein. Geht's dir noch nicht gar so fremd? Und erholt's euch doch ein bisschen. Ich lasse euch jetzt allein. Ich sorge dafür, dass der Singer recht lang bei mir Kaffee trinkt, ja, gell? Ja, jetzt geh ich nur und sorg dafür. Ja. Mein Gott. Also ich finde diese Anhänglichkeit rührend. Ja, ich bin ihr ja auch dankbar und ich gehorche ihren Anordnungen, die sie meistens damit begründet, dass man es eben in der Vorderis so und nicht anders gemacht hat. Ja. Wissen Sie, andere Leute, die haben das Paradies noch vor sich, meine gute Victor, die hat's da besser, die ist schon einmal drin gewesen. Ja, schöne Erinnerungen bewahrt man sich halt gern. Ja. Da haben Sie recht, mir geht's manchmal auch so. Aber dass meine Gedanken jetzt in der Vergangenheit sind, das ist Ihre Schuld. Meine? Ja. Das väterliche Forsthaus, das sind helle, freundliche Gedanken. Wie ein Sonnenstrahl. Aber Sie müssen vielmals entschuldigen, ich erzähle Ihnen davon meiner Kindheit und Sie haben bestimmt etwas viel Wichtigeres. Ja, natürlich, Herr Doktor. Darf ich Ihnen jetzt sagen, warum ich überhaupt hergekommen bin? Selbstverständlich, gnädiges Fräulein. Oh, da muss ich Sie korrigieren. Sie nennen mich immer Fräulein, aber ich bin Witwe. Ach so, ja, natürlich Witwe, ja, ich weiß. Mein Name ist Gisela Werneck und ich komme wegen eines Erbschaftsprozesses. Ich weiß. Und Sie wollen mir also tatsächlich diesen Erbschaftsprozess erzählen, ja? Ja, natürlich. Deswegen bin ich ja hergekommen. Natürlich, ja, bitte, bitte. Ich möchte Sie nicht aufhalten. Also, mein Mann hinterließ mir ein ziemliches Vermögen. 150.000 Mark, ich weiß. Ja, und hat mich in seinem Testament als Alleinerbin eingesetzt, weil er aus seinem Neffen keine Verwandten mehr hatte und, ja, und gegen diesen Neffen empfand er eine starke Abneigung. Ein Neffe, so, so. Ja, und dieser Neffe, der stellt jetzt unverschämte Ansprüche. Er hat das Testament angefochten. Ja, und zwar mit der Begründung, dass mein Mann nicht mehr im vollen Besitz seiner Geisteskräfte gewesen sein soll. Mhm. Ja, das ist ja ein ganzer Roman. Mir war diese Geschichte sehr peinlich. Stellen Sie sich vor, diese unzarten Auseinandersetzungen über den Gesundheitszustand meines Mannes. Und darum bot ich ihm eine größere Abfindungssumme. Aber Bornstedt, so heißt dieser Neffe, Bornstedt dachte wohl, dass ich noch weitergehen würde, um ernste Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die ja wohl Gott sei Dank nicht eintreten werden. Nein, ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Das Ganze ist doch nur ein Scheinmanöver. Hm? Sehr richtig, gnädige Frau. Ich muss sagen, Sie sind von einer verblüffenden Offenheit. Wie meinen Sie das? Oh Gott. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich werde Ihnen mal die Unterlagen zeigen, ja? Ach, die Unterlagen? Ja, bitte. Ich bin äußerst gespannt. Wie ungeschickt. Jetzt habe ich sie im Hotel vergessen. Aha. Aber ich werde sie Ihnen später noch vorbeibringen, Herr Doktor. Wenn Sie so gut wären, ja, bringen Sie die Unterlagen später vorbei. Wir müssen doch diese Erbschaftsangelegenheit sorgfältig prüfen. Ja, dann entschuldigen Sie mich jetzt. Oh, bitte. Herr Doktor, Sie sind so verändert, seit ich von dem Prozess gesprochen habe. Ja, finden Sie? Oh, durchaus nicht. Also dann auf Wiederschauen und vielen Dank inzwischen. Bitte, bitte, ich habe die Ehre. Gnädige Frau. Ja? Darf ich Sie noch etwas fragen? Ja, bitte. Wie kommen Sie dazu, sich in eine solche Sache einzulassen? Das hätten Sie doch, weiß Gott, nicht nötig. Ja, aber Herr Doktor, ich wäre ja selbst sehr froh, wenn ich nicht in diese scheußliche Angelegenheit verwickelt wäre. Ja, ja, das glaube ich Ihnen. Ich auch. Ja, adieu. Adieu. Eine junge Witwe, charmant, gebildet, aus guter Familie. Das ist mir unbegreiflich. Du, Hansl, die ist aber schnell wieder vorgegangen. Ja, wie du siehst, und sie kommt wahrscheinlich auch nicht mehr wieder. Was? Ja, ja, gefällt's dir denn nicht? Wenn ich sie in einer Gesellschaft kennengelernt hätte oder wenn sie mir auf einem Ball vorgestellt worden wäre, dann schon. Das kapiere ich nicht. Meine liebe Victor, es gibt halt bestimmte Begriffe, gewisse Dinge und Sachen, von denen du einfach doch nichts verstehst, nicht wahr?
Manns, bitte, du überspannst. Unser Arm ist es wurscht, wie und wo man sie kennenlernt. Mhm. Wenn man nur überhaupt den richtigen findet. Und den packt man dann. Jawohl. Was, der ist schon wieder hier in der Wohnung? Und ich soll mir sein Geschwätz anhören? Ja, er hat aber was sehr Wichtiges, hat er gesagt. Und derweil habe ich ihn in der Küche warten lassen. Ich bitte, Hansl, hör ihn dir die paar Minuten an. Mhm. Da hast du mir was Schönes einbrockt, Viktor. Okay. Also gut, meinetwegen in Gottes Namen, dann lassen kommen dein Herrn Neffen. Ja, ist schon recht. Baptist! Ja. Geschwind, jetzt kannst du reinkommen. Wunderbar, Viktor. Ja, ja, habe die Ehre, Herr Doktor. Ich wollte Ihnen nur gratulieren. Ja, also allen Respekt, Sie haben sich da gleich schön ins Geschirr gelegt. Ich so? Ja, freilich. Komm, setz dich. Danke, Victor. Die Dame ist geradezu entzückt von Ihnen, Herr Doktor. Ach was, ja, sehr schmeichelhaft. Ja, wissen Sie, sie hat mir nämlich einen Brief geschickt. Wenn Sie gestatten, dann lese ich ihn gleich vor. Bitte, wie Sie wollen. Bitte schön. Geehrter Herr Weber, Ihren Arrangement zufolge war ich soeben bei Herrn Rechtsanwalt Stein. Ich gestehe Ihnen gerne, dass genannter Herr einen verhältnismäßig günstigen Eindruck auf mich machte. Okay, lesen Sie das nochmal. Einen verhältnismäßig günstigen Eindruck auf mich machte. Also, die ist gut. Naja, das klingt doch sehr hoffnungsvoll. Ja, natürlich, Victor, natürlich. Ich fand ihn zwar etwas älter und nicht ganz so elegant, wie Sie ihn geschildert haben. Was heißt da etwas älter? Also, das hätte Sie nicht schreiben brauchen. Lesen Sie ruhig weiter. Bitteschön. Aber das hat mich keineswegs enttäuscht, da ich mich grundsätzlich keinen hochgespannten Erwartungen hingebe. Ach so. Die Dame hat anscheinend schon eine ganze Reihe von trüben Erfahrungen hinter sich, was? Oh, nein, nein, Herr Doktor, das dürfen Sie nicht sagen. Schanz, sie hat den Blick, Welterfahrung, savoir vivre. Savoir vivre. Ja, ja. Ja, wenn Sie es so nennen wollen, bitte. Ja, wissen Sie, ich sage immer zu meinen Kunden, nur keine Unklarheiten. Immer carte blanche. Also, seine Manieren... Pardon, Herr Doktor, das dürfen Sie natürlich nicht wörtlich auffassen. Seine Manieren sind schroff, wenig abgerundet, aber da er Jurist ist, finde ich das begreiflich. Diese Herren sind ja fast ausnahmslos etwas ungeschliffene Edelsteine. So, so. Ich danke schön. Bitte? Das genügt. Was hat er denn? Dass du den Brief aber auch vorlesen musst. Deine italienischen Brocken dazwischen, die sind ja ganz lustig, aber der Brief... Wieso denn? Ich red und red die halbe Nacht mit dem Hansl. Nehm ihm die Abneigung gegen dich. Und du, Depp, liest jetzt den Brief vor. Ja, ich arbeite, liebe Viktor, und zwar ehrlich. Herr Weber. Ja, bitte, Herr Doktor. Ich danke Ihnen, Sie können gehen. Herr Doktor, Sie dürfen mir's glauben. Ich bemühe mich wirklich um das Glück meiner Kunden. Ich schaue immer, dass die Fundamente des Lebensglücks vorhanden sind, auf denen sich ja alles Übrige mit Leichtigkeit aufbaut. Aha. Und Sie glauben, diese Fundamente sind in meinem Fall vorhanden, ja? Ja, absolut, absolut. Denn wenn es nicht so wäre, Herr Doktor, dann wäre ich der Erste, der sagen würde, Finger weg, lasciate ogni speranza.
Mei, das hat aber schön gesagt, Hansl, gell? Das musst du zugeben. Gell, Victor, du hast doch überhaupt keine Ahnung, was das heißt. Aber gefallen hat es mir trotzdem. Herr Weber, ich danke Ihnen, ich habe jetzt genug. Herr Doktor? Victor, ich möchte niemanden mehr sehen. Sie haben noch alle Chancen, Herr Doktor. Gehen Sie jetzt, Herr Weber. Bitte schön. Dass sich der da überhaupt noch reintraut. Ja, von dir wäre ich kein Alarm nicht brauchen. Ich kriege es schon nicht von mir, du Patsche. Bitte keine Auseinandersetzungen mehr, gell? Lass uns ihn doch reden, Herr Doktor. Nimm doch sowas nur als Spaß. So, ist das noch ein Spaß, wenn du dem Herrn Advokat der Wittib zuschmust, die wo drei Kinder hat? Was? Ja, naus jetzt, aber alle miteinander. Patis, ist das wahr? Ach, woher, Victor? Sie kennen doch meine lautere Gesinnung, Herr Doktor. Ich bin immer für die Wahrheit. Ja. Sag's halt noch die Wahrheit. Ja, was willst denn du? Kennst du die Dame überhaupt? Freilich hab's ja da herin gesehen. Und die braucht man schon gar nicht zu kennen. Die ist ja so schon bekannt, nur ihre Mann selig hat ja kein Zirkel gemacht. Hat's jetzt drei Kinder oder nicht? Eins hat's. Aha. Übrigens ein reizendes Töchterl, Herr Doktor. Hab ich das Ding erst rausgekitzelt. Na, was sagst du jetzt dazu? Ja, ein Kind ist da noch kein Unglück. Also überlegen Sie sich noch einmal, Doktor. Schauen Sie, sind auch nicht mehr der Jüngste. So, so, ich danke für das Kompliment, Herr Weber. Bitte sehr, gerne geschehen. Und auch das gewisse Etwas an ihr ist nicht zu übersehen, Herr Doktor, denn sonst würde ich sagen, Wog, Lager leer, lass fahren dahin. Ja, aber ich habe auch noch andere sehr feine Partien für Sie, Herr Doktor. Moment. Ich bin überzeugt davon, dass Sie sie en gros auf Lager haben, Herr Weber, aber lasciate ogni speranza. Fahren Sie ab, Sie Stifter der Ehen. Haben wir schon zum Beispiel eine Weise, Herr Doktor, eine doppelweise Brünette? Leben Sie wohl! Also nicht? Nein. Guten Tag, Herr Weber. Natürlich, Herr Doktor, natürlich. Man ist ja nicht immer gestimmt. Ich komme aber wieder vorbei. Habe die Ehre, Referenz. Eins hat's. Noch ist nichts verloren, Hansl. Ich bitte. Komm, geh du jetzt in deine Küche. Ich möchte allein sein. Dieser Dank dafür, dass man es gut mit dir macht. Sie, Herr Doktor, können wir jetzt Tisch kriegen? Was wollen denn Sie eigentlich noch? Ja, also, ich hab mit der Therese geredet. Dir gefällt die Geschichte nicht schlecht. Und 25.000 hat's bar auf der Hand. Jetzt lassen Sie mir endlich in Ruhe mit Ihren 25.000. Ja, am Michäus, da kommen wir rein, dass wir uns vorstellen. Hofbauer, wenn Sie sonst nichts haben, dann für Gott. Nein. Ich hab schon nur was. Sie wissen schon, Herr Doktor, diese Geschichte. Das Gericht hat mir eine mordsmäßige Geschrift zugeschickt. Jetzt pressiert's. Herr Nierter ist da auch schon die Verhandlung. Ach so, ja. Was ist denn da den Wisch? Ja. Und dass Sie ihn ein bisschen auskennen, verzeihe ich Ihnen schnell. Am Finsterfahrenwochen mag das gewinnen. Vor 6 Wochen. Da bin ich ins Hausen drin gewesen und hab mir 2 Fackeln gekauft. Bei einer Stunde früher kam der Wisch im Frischling. Mit 46 Pfund um 67 Mark. So. Ja, 46 Pfund Lebergewicht, so billig kriegst du es nicht gleich. Das reibt mich heute noch, dass ich da nicht dazugekommen bin. Geht's nicht ein bisschen schneller, Hofbauer? Hm? Noch schneller? Ja, dann kommen Sie ja nicht mehr mit. Ja, dann haben wir zum Unterwirt gegangen. Ich, der Reischelpeter und der Brummerfitus. Halt auf, nein, der Brummerfitus ist nicht dabei gewesen. Der ist erst später gekommen. Und ich habe an gar nichts gedacht. Durchaus an gar nichts. Weiter. Ja. Dann habe ich eine Masse 2, eine 3 getrunken. Nachher. Dann habe ich noch eine getrunken. Hab aber an gar nichts gedacht. Wann haben Sie denn dann gerauft? Jetzt rück es halt endlich einmal raus mit der Sprache. Kraft? Ich? Ja, ich habe überhaupt nicht Kraft. Ich habe ihn bloß mit einem kleinen Steckerl ein bisschen an den Kopf aufgehört. Wem denn? An Salvermoser Johann vor Buch schlagen. So, und weiter? Ja, der Salvermoser ist an einem anderen Tisch gesessen. Das ist schon ganz ein schlechter Mensch. Mhm. Herr Doktor, das ist der Allerschlechteste. Vor 2 Jahren habe ich einen Prozess mit dem KP am Fahrtrecht durch meinen Acker durch. Das muss ich Ihnen genau erzählen. Okay, Hofbauer, das gehört doch gar nicht daher. Ah, ja, das gehört schon daher. Zwingend im Prozess ist er hergegangen, weil ich verspielt habe durch das, dass der Salvermoser falsch geschwert hat. Ach so, und da haben Sie natürlich gestritten mit ihm, was? Nein, geschritten habe ich überhaupt nicht. Ich habe ihn bloß gefragt, warum dass er so schlecht ist und falsch geschwert hat. Aber gestritten ist überhaupt geholt worden. Was hat denn der Salvermoser für eine Antwort gegeben auf die schöne Frage? He? Ja, aufgestanden ist er von seinem Tisch und hat er gesagt, Hofbauer hat er gesagt, jetzt kann ich nicht mehr anders. Jetzt hab ich gemeint, er möchte sich mit mir versehen und strecke ihm noch die Hand hin.
Dabei haut mir der zwei auf dem linken Backer. Und dann haut er mir zwei auf dem rechten Backer. Da hat er mich, passen Sie auf, mit der Faust hat er mich noch unter das Kinn gestessen. Ja, was? Ja, und dann hat er mich an dir gedrückt und ist auf und ab gefahren. Mit was? An meinen Kopf. Ach so. Ging es mit, Herr Doktor, zur Tür und hat zugesehen? Ja, freilich, das darf ja so passen, gell? Setzen Sie sich lieber wieder hin und sagen Sie mir, was Sie dann gemacht haben. Ich hab gar nichts getan. Mit so wurscht den Menschen soll man sie nicht abgeben. Ich bin noch gegangen. Aha. Warum liegt denn der Salvermoser im Bett? Ja, das kommt schon noch. Hoffentlich bald. Ja, ich bin noch gegangen. Ich hab mein Bier gezahlt und hab mir gedacht, dass die Leute heutzutage gar so grob sind. So. Wenn ich noch draußen gewesen bin, da hab ich einen Holzhaufen angeschaut, der beim Wirt in den Hof gestanden ist. Mhm. Ein schönes Holz, Herr Doktor. Und dann hab ich ein Scheitel rausgezogen. So. Das ist besser sich. Mhm. Da hab mir gerade gedacht, was mag jetzt das Holz kosten? Wenn ich die Scheitler so anschaue, steht auf einmal der Salvermoser da. Ja, endlich. Ja, und dann sagt er zu mir, ganz frech, was tust denn du da? Nix, hab ich gesagt. Und dann hab ich ihm ein bisschen auf den Kopf aufgehauen. Brav. Mit dem ganzen Bucherscheid. Es ist ja ganz klein gewesen, Herr Doktor. Herr Doktor, es ist das kleinste gewesen, was überhaupt drin gelegen ist. Und ich hab ihn gar nicht treffen wollen. Ja. Wenn man denkt, haust ein bisschen in die Luft, dass er da schreckt. Der muss man aber direkt reingrennen sehen. Sie, Herr Doktor, der hat das mir mit Fleiß tun. Ja, das glaube ich auch. Und noch ich da gestraft werden? Möglich. Ja, für was hat denn er mich zuerst gehabt? Das sehen wir dann bei der Verhandlung, Hofbauer. Ja, das muss aber genau vorkommen, wie er mit mir umgegangen ist. Ja, das kommt schon vor, jetzt hat's noch beruhigt. Also, adieu. Ja. Hofbauer hat er gesagt, jetzt kann ich nicht mehr anders. Und dann hat er mir zwei auf dem linken Backer geschlagen und dann hat er mir zwei auf dem rechten Backer geschlagen. Ja, das weiß ich doch alles, ich hab mir's gut gemerkt. Und dann hat er mir an dir gedrückt und ist auf und ab gefahren damit. Das darfst du nicht geben, dass sowas in Bayern erlaubt ist. Hofbauer, das ist nicht einmal in Bayern erlaubt, aber jetzt lass es mir endlich mal in Ruhe, gell? Ich hab mir alles gut gemerkt. So, mach ich's. Ja, nun, geh halt jetzt. Ist gut, Herr Doktor. Herr Doktor. Ja, was denn noch? Meinst du, dass mir das glaubt wird? Was denn? Ja, dass ich in die Luft gehabt habe mit den Steckerl. Nein. Das wird einer nicht glaubt. Ja, ich jetzt auch nicht glaubt. Aber probieren werden wir es doch. Ja, freilich. Ja. Ja, herein. Gott, Herr Doktor, störe ich? Oh nein, wir sind gerade fertig. Ist der vom Weber? Adieu, Hofbauer. Ja, ich bin gut, Herr Doktor. Ich möchte Sie gar nicht lang aufhalten, ich bringe nur die Unterlagen. Adieu, Hofbauer. Ja, ich bin ja schon fort. Für Gott, mein Mann. Gnädige Frau, ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht. Ich bin überrascht, dass Sie tatsächlich noch einmal gekommen sind. Ja, aber das hatten wir doch vereinbart. Hier sind die Papiere. Ach ja, die Papiere natürlich. Ich werde dann morgen noch mal vorbeischauen. Vielleicht können Sie bis dahin die Briefe lesen. Selbstverständlich. Ich lese Ihre Briefe sehr gerne. Mir gefällt die offenherzige Art, mit der Sie sich anderen anvertrauen. Ja, aber wie können Sie denn das sagen, bevor Sie den Inhalt kennen? Doch, ich kenne ihn. Also, Sie werden immer sonderbarer, Herr Doktor. Ich wollte Ihre Hilfe, aber jetzt muss ich Ihnen gestehen, dass ich mir den Mann, dem ich vertrauen wollte, doch ein bisschen anders vorgestellt habe. Ach, obwohl Sie sich keinen hochgespannten Erwartungen hingeben. Also ich verstehe kein Wort. Sind denn alle Anwälte so... Ungeschliffene Edelsteine meinen Sie doch, nicht wahr? Aber gnädige Frau, wir müssen nicht hier stehen. Bitte nehmen Sie doch Platz, bitte. Ja. Darf ich Ihnen vielleicht etwas anbieten? Nein, danke. Tja, gnädige Frau... Entschuldigen Sie, wenn ich Sie noch einmal frage, wie konnten Sie sich in eine solche Sache einlassen? Ja, aber jetzt sagen Sie mir doch endlich, was Ihnen dabei so unverständlich ist. Das begreife ich nicht. Ich kann doch nicht darüber reden. Ja, warum nicht? Es ist doch verständlich, dass mir als Frau diese heikle Angelegenheit peinlich ist, aber Sie als Anwalt und als Mann von Welt, Sie können doch... Als Mann von Welt? Ich dachte eher, dass Ihnen meine Manieren zu grob und... zu wenig abgerundet erscheinen.
Also ich verstehe Sie nicht. Ich meine doch nur, dass man gerade in Ihrem Beruf am wenigsten so eine Scheu vor so ganz alltäglichen Dingen erwartet. Alltäglich? Naja. Ich glaube, ich muss meine Ansichten vollkommen umkrempeln. Gnädige Frau, ich muss Ihnen klipp und klar erklären, selbst auf die Gefahr hin, den verhältnismäßig günstigen Eindruck zu verwischen, den zu machen, ich die Ehre hatte. Es ist mir vollkommen unmöglich. Also, bemühen Sie sich nicht weiter, Herr Doktor. Ich verstehe aus Ihren Worten nur, dass Sie von meiner Sache nichts wissen wollen. Tja, es fällt mir, weiß Gott, nicht leicht. Sie, Herr Doktor, mir ist noch etwas eingefallen. Hofbauer, Sie sehen doch, dass ich Besuch habe. Ja, ja, ich sehe schon, aber das sage ich Ihnen. Das, was der Weber daher zirkt, mit dem können wir allerweil noch konkurrieren. Und auf eine schöne Laufen geben wir schon durchaus gar nichts. Hofbauer! Ich möchte Ihnen nicht mehr länger lästig fallen. Gnädige Frau, wenn Sie noch einen Moment warten möchten. Der Kapaziner hat es auch gesagt, das nach Zirtelbach beim 40-stündigen Gebet. Hinter einer schönen Larven, hat er gesagt. Hofbauer! Steckt oft nicht mehr, als wie eine Lare Mist statt. Hat er gesagt. Hofbauer, wenn Sie jetzt nicht augenblicklich meine Kanzlei verlassen, dann lege ich mein Mandat nieder. Ja, ja, ich gehe schon, Herr Doktor. Ich komme noch anders mal wieder und bring's gleich mit, die Männige. Ja, unterstehen Sie sich. Das, was der Weber daher zirkt, mit den Kindern mir oder weiter konkurrieren. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, gnädige Frau. Keine Ursache, Herr Doktor. Darf ich jetzt um meine Briefe bitten? Tja, bitte. Gnädige Frau, ich muss sagen, es wird mir zeitlebens unverständlich. Auf Ihre Erklärungen. Leben Sie wohl. Adieu. Sagen Sie mal, Singer, was machen Sie denn hier? Ich habe Ihnen doch heute Nachmittag freigegeben. Herr Doktor, ich brauche keinen freien Tag. Wir müssen doch schaffen. Ach. Ist uns wieder ein Fisch durchklappen gegangen. Ich sag's ja, kaum habe ich mal einen Tag frei, schon stehe ich mal wieder vis-à-vis vom Ruin. So, meinen Sie, ja? Ja, Herr Doktor, müssen Sie nicht schnell wohin? Wieso? Wohin denn? Eine kleine Besorgung machen oder so. Ach was? Ah, Herr Doktor, da fällt mir ein, drüben im Gambrinus am Fenster, da sitzt der Herr Notar Holzwart. Ja, tatsächlich? Ja. Mit dem hätte ich eigentlich ganz gern wieder einmal geredet. Und außerdem, Singer, ich glaube, ich muss hier raus. Ja, freilich, selbstverständlich. Am liebsten täte ich den ganzen Laden einmal für ein paar Wochen zumachen. Und nach Paris fahren? Na, also das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann später wieder, Singer, gell? Sie ist recht, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag, so, der wird raus. Sie kommt. Heute fange ich den Fisch. Ach, was man doch alles sich einfallen lassen muss, bloß damit der Lade hier ein bisschen im Laufe bleibt. Herein. Wollen Sie mich jetzt empfangen, Herr Rechtsanwalt? Ja, entschuldige Sie vielmals, Frau Warnbichler, dass ich Sie drunter haben warten lassen müssen. Aber Sie war so ein hartnäckiger Klient da. Ein hartnäckiger. Ach, der Herr, der mir gerade so eilig an der Haustür begegnet ist. So ist er fort. Ja. Gut. Nehmen Sie Platz, Frau Warnbichler. Dankeschön. Ach, Frau Warnbichler, Sie sind so ein liebes, gutes, verständiges Frauli. Also Sie kurieren mich noch von meiner Ansicht über das andere Geschlecht. Oh, Sie? Gehörten Sie bisher zu den Verächtern der Weiblichkeit? Na, ich habe bloß nicht viel Gebrauch gemacht davon. Aber das Gefühl der Vereinsamung muss doch schrecklich sein. Ich hab's ausgehalten. Das reinste Glück ist und bleibt doch, wenn man zu zweien allein durch das Leben zieht. Das ist nicht ganz logisch, Frau, das ist nicht ganz logisch. Wenn man zu zweit ist, ist man nicht allein. Oh, Sie. Ich sehe, Sie sind ein echter Jurist. Und mal reden Sie so oder mal so. Nicht böse sein, Frau Gabriele. Ich hab doch nicht Sie gemeint. Das klingt aber so absichtlich. Hm? Besonders mit Rücksicht auf die, ich meine, das, was zwischen uns. Sie verstehen mich doch. Sie halten mich jetzt vielleicht für sehr empfindlich, aber die ganze Situation ist so peinlich, so ungewohnt. Ich habe mich nicht leicht entschlossen, hierher zu kommen. Aber warum denn? Da ist doch gar nichts dabei. Da kann überhaupt nichts passieren. Das tut überhaupt nicht weh. Meine Eltern haben mir strengste Zurückhaltung als Grundsatz eingeprägt. Sie dürfen mir glauben, Herr Doktor, mein erster Mann hat sich sehr lang gedulden müssen, ehe ich sein Werben erhörte. Ich war. So, naja, jetzt lassen wir mal die schmerzliche Erinnerung, gell? Bleiben wir bei unserer Sache, Frau Warnbichler. Ich habe die Scheu der Mädchenjahre nicht abgestreift, ja. Wenn auch der Ernst des Lebens manches anders gestaltet hat. Hat er.
das dauert mir zu lang. Geben Sie mal Ihre Unterlage her. Ich hätte doch gedacht, dass eine mündliche Aussprache vorangehen müsste. Nein, aber warum denn? Sie werden sehen, wenn ich die Schrift gelesen habe, dann kommen wir schnell vom Fleck. Ja, wenn Sie darauf bestehen, ja. Aber ich habe mir das wirklich alles ein bisschen anders gedacht. Das ist, Ist alles so eigentümlich. So, so. Ja. Nein, mit der Ruhe war, Mami. Das kann ja überhaupt nichts passieren. Ja. Nein, aber was soll denn da passieren? Solange ich da bin, passiert nichts. Sie dürfen mir glauben, Herr Doktor, dass ich mich heute zum ersten Mal in dieser Situation befinde. So, so, ich schon über 50 Mal. Was? Ja, aber der Herr Weber hat mir der doch Weber, gesagt, dass... Der Weber, der kann auch nicht überall sein Arsch drin haben, geben Sie her. Ach, also ich brauche auf der Stelle den Rechtsanwalt. Rechtsanwalt? Ach, heu, nicht hudle. Was? Sie sehen doch, dass schon ein Klient da ist. Ne? Oh, Verzeihung, gnädigste. Wenn Sie statt Arthur Bornstedt, Kandidat der Medizin, mal so wie Breslau, mal so wie Gießen, Fuchsmajor, 2.2.1. JACB. Angenehm, mein Herr. Ja, gnädigste, Sie mich ja peinlich in Situationen, Sie submissest, um den Vortritt bitten zu müssen. Bitte, gern. Aber nein, warum denn? Nein, die Dame hat einen wichtigen Prozent. Dann kommen Sie doch später vorbei. Aber wenn es der Herr so eilig hat, ich bin Ihnen gern gefällig. Meine Referenz, gnädigste. Aber bitte bleiben Sie doch, ich wäre glücklich, wenn Sie meinen Fall mit anhören würden. Sie werden sehen, ich verdiene Ihr aufrichtiges Mitgefühl. Herr Napo. Ja. Also, jetzt kommen Sie, fassen Sie sich kurz und schießen Sie los. Ja, so, wie ich hier stehe, bin ich das Opfer einer blinden Leidenschaft. Aha, Sie haben ohne Geld geheiratet. Ja, also ich nicht, nein, aber leider der einzige Bruder meiner verschorbenen Frau Mama. Ja. Noch bis vor 3 Jahren galt ich als präsumtiver Erbe meines Herrn Onkels, der verschiedenes Kleingeld besaß. Da kommt dem Alten in seinem 63. Lebensjahr die haarsträubende Idee zu heiraten. Nach 2-jähriger Ehe stirbt er und hinterlässt die ganze Chose der jungen, tief trauernden Witwe. Nun frage ich Sie, haben Sie sowas schon mal gehört? Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Eine Frage, Herr Bornstedt, wie heißt denn die Witwe? Werneck. Gisela Werneck. Gisela Werneck, so, hat euch gut. Was? Nichts. Bloß damit keine Konfusion entsteht. Nein, also ich war auf eine solche Lieblosigkeit meines Herrn Onkels natürlich nicht gefasst. Ja. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Kann ich mir vorstellen, was wollen Sie jetzt machen? Na, also ich schreibe diese Enterbung einer hochgradigen Gehirnschwäche zu. Gehirnschwäche, das ist gut, Sie, das ist prima. Ja, also ich sage Ihnen wirklich, es ist makaber, ja? Ja. Ja. Bedenklicherweise hat mir aber die lachende Erbin selbst 30.000 Mark angeboten. Nun frage ich Sie, warum tat sie das, wenn alles sauber ist, was? Das ist sehr verdächtig. Das ist ein Indizium, Herr Bornstedt. Ja, ich habe dieses Almosen natürlich nicht angenommen. Ja. Ich verlange strikt das Doppelte oder ich drohe mit Klage. Herr Freilich, mir klagen, bitte. Danke. Heute teilte mir Frau Werneck nur mit, sie wolle meinen Forderungen kein Gehör mehr schenken und sich ihrerseits einen Anwalt nehmen. Also du fragst sie, ist das nicht zum Husten? Und wenn sie 40 Jahre wählt, nimmt mehr und keine Angst. Ja, ich will aber verhindern, dass sie überhaupt einen Anwalt nimmt. Wir müssen ihr zuvorkommen und ihr in einem Brief von schneidigster Form natürlich einen Prozess möglichst unangenehm darstellen. Nun frage ich Sie, wollen Sie das übernehmen? Ja, freilich. Machen wir. Danke. Bitte. Lydia, nun frage ich Sie, wie finden Sie diese Geschichte? Haarsträubend. Weiß Gott. So, also klar, das sind wir. Jetzt können wir schießen. Also, wie hat die Person geheißen? Werneck, Gisela Werneck. Gisela Werneck. An Frau Gisela Werneck. Sie haben sich... Den Nachlass des, wie hat der alte Kaiser? Christian Werneck. Christian Werneck. Moment mal, Sie haben doch gesagt, er sei ein bisschen blim. Ja, etwas beschränkt, etwas blöde. Aha, ja. Gut. Des geistesschwachen Christian Werneck angeeignet. Die unsauberen Mittel, welche Sie dabei angewendet haben, sind uns bekannt. Moment. Bekannt. Wenn Sie nicht augenblicklich, das unterstreichen wir, augenblicklich an uns für Herrn Bornstedt. Wie viel verlangen wir? Wie? Wie viel verlangen wir? 60.000. Sagen wir 70.
70, fantastisch! 70.000 Mark bezahlen, bin ich gezwungen. Rücksichtslos gegen Sie vorzugehen. Jawohl. Rücksichtslos unterstreiche ich mal zweimal. Treblieng. Was? Ich bin noch nicht fertig. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Wir müssen sonst den Staatsanwalt in der Sache bemühen, die, jetzt passen Sie auf, ha? Die ganz bedenklich nach Erbschleicherei riecht. Pyramidal. Punkt. Achtungsvoll am Daumen. Natürlich. Achtungsvoll. So, und jetzt nehmen wir einfach da den Stempel mit dem Faximile. Ja, das ist sie. Ja, ja. So. Ja, das ist nett. Dankeschön. Dr. Hanstein, Rechtsanwalt. Fabelhaft. Ich werde den Brief gleich durch einen Dienstmann befördern lassen. Ja, das ist gut. Der schlägt ein wie eine Granate, das werde ich sehen. Gnädigste, wenn ich nicht in der angespanntesten Lage wäre, würde ich ihm meine ganze Aufmerksamkeit zur Verfügung stellen. Oh, Sie sind ein Charmeur. Aha, ich bin ganz verirrt, Gnädige. Ich lebe einstweilen in der Hoffnung, Sie in der kürzesten Zeit wiederzusehen. Ich scheide mit den tiefsten Impressionen und dem Ausdruck meines vorzüglichen Dankes. Adieu, mein Herr. Wir sprechen uns später. Ja, ja. Ja, ist gut, auf Wiedersehen, Wiedersehen. Heiligsbleche, ah, heute läuft der Betrieb, sogfalls. Frau Warbichler, Sie werden sehen, mit dem Brief, den ich da geschrieben habe, da hat der Herr mindestens 40.000 plus gemacht. Und jetzt kommen Sie dran. Darf ich? Bitte. Dankeschön. Danke. Ja, wo haben wir denn Ihr Dings da? Ihr Schreiben? Ach, da ist ja. Ja. Also. Lauterbach, denn. Oh, das lieb. Lauterbach. Zu Lauterbach hab ich meinen Strumpf verloren. Am 2. Mai 1899. Bestätigung der Frau Gabriele Warmbüchler, geborene Meierhof. Wird hiermit bestätigt, dass ihrer Wiedervereheung kein Hindernis im Wege steht. Karl Weizenbeck, Bürgermeister. Ist das alles? Gewiss. So, na ja, das ist ja ganz nett, aber was soll ich da damit? Das müssen Sie wissen. Sie haben ja verlangt, dass ich es bringen soll. Sie? So war ich? Ach, was ist mir nie im Traum eingefallen. Da. Jetzt geben Sie mir mal die richtige Unterlage. Welche meinen Sie denn? Der Herr Weber hat Ihnen gesagt... Jetzt Sie schon wieder mit dem blödsinnigen Weber. Ich meine, wo haben Sie denn die Klage? Welche Klage denn? Die Zustellung. Die Zustellung von dem Prozess. Ich hab doch gar keinen Prozess. Was? Ihr habt gar keinen Prozess. Der Herr Weber muss Ihnen doch gesagt haben, dass... Warmbichler, ich warne Sie. Wenn Sie noch einmal das Wort Weber aussprechen, dann werde ich wütend. Und ein wütender Schwab ist ein Naturereignis. Geben Sie mir mal erst Rechenschaft, warum Sie überhaupt da sind, wenn Sie gar keinen Prozess haben. Also, mein Herr, diese Frage... Ach, Sie haben vielleicht ein paar schöne Stunden machen wollen, bis der nächste Zug geht. Also, sowas... Sowas? Ja, das sage ich auch, sowas. Kommt diese Dame daher, stellt sich da in meine Kanzlei und erzählt mir von ihren Eltern und ihren Grundsätzen. Und ich höre mir das auch, weil ich denke, na ja, schön, gut, nach der Suppe kommt das Fleisch. Dabei, bis sie fertig ist, sehe ich, der Teller ist leer. Herr Weber wird kommen und Rechenschaft von Ihnen fordern. So, dann soll er sich das erste Mal gegen Knochenbrecher versichern lassen, meine liebe Dame. Gell, und einen schönen Gruß von mir auf solche Klienten wie Sie, können wir verzichten. Verstaubte Schadäger haben wir selber im Archiv.
Jetzt tu doch nicht gar so lang rum, Victor. Pack mir endlich meine Koffer, ich muss hier weg. Ihr kommt früh nur nach Paris. So ist recht, Hansel, nur nicht den Kopf hängen lassen. Du, aber zuerst müssen wir noch eine berufliche Angelegenheit klären. Ich habe schon mit dem Singer drüber gesprochen, aber seitdem haben wir beide uns ja daran verfehlt. Ich habe dir da einen Fall zugeleitet. Später, Fritz. Entschuldige, aber ich habe jetzt nicht den Kopf dafür. Wir reisen auf jeden Fall, sobald es geht. Ich kann die Münchner Luft einfach nicht mehr aushalten. Okay, würde ich fein nicht versündigen. Ja, es ist doch wahr. Ja. Die ganze Stadt stinkt überhaupt bloß noch nach Leberkäse und Bier. Alle Trambahnen haben Verspätung. Jede zweite Straße ist 11 Monate im Jahr aufgerissen wegen Bauarbeiten. Überall wimmelt es nur so von Schiebern und von verkommenen Studenten. Die hübschesten Mädchen lassen sich bei uns von trüben Existenzen an den Mann bringen, bloß weil sie ein Kind zu verheimlichen haben und dazu dann noch der Föhn. Also nein, ich muss sagen, ich hab's satt. Mein Lieber, dein Gemütszustand, der scheint ja ziemlich durcheinander zu sein. Ich glaube, du denkst überhaupt nur noch an sie. Na freilich, verliebt ist er, der streibt sie ja bloß, weil er sie vor ihnen geniert, ja nur da. Was redst denn jetzt wieder für ein Blech da, Herr Victor? Weiß war es. Was ist denn das schon wieder? Wir haben doch angeschrieben, dass heute keine Sprechstunde ist. Ja, komm, bitteschön, sei so gut und schau nach, Victor, ja? Geh ja schon. Sag mal, Hansel, was ist denn mit dir los? Warum regst du dich halt über alles so auf? Ich reg mich doch gar nicht auf, als bist du. Aber natürlich, du bist ja wie ausgewechselt. Jetzt kenne ich dich 20 Jahre, aber so hab ich dich noch nie gesehen. Na ja, ich probier's einmal, warte ein bisschen, gell? Du, Hansel. Der Baptist ist da, der ist fein ganz außer sich. Ich will den Kerl nicht mehr sehen, lass mich in Ruhe damit. Na, jetzt ist er aber schon da. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, dass ich hier eindringe, aber ich habe ein ernstes Wort mit Ihnen zu reden. Sie haben ja sonderbare Manieren, Herr Weber. Das ist der Weber. Mhm. Meine Geschäftskarte bitte, Viehhandel, Heiratsvermittlung. So grob brauchst du mit ihm nicht umzugehen. Immerhin ist er mein Neffe. Hock dich hin, Baptist. Danke, Victor. Und wenn Sie auch ein Rechtsanwalt sind, Herr Doktor, ich habe keine Angst. Ich tue Recht und scheue niemand. Aber Sie muss sich zur Rede stellen. Unsere geschäftlichen Beziehungen, die halte ich sowieso für gelöst. Ich kann mich nicht erinnern, dass solche Beziehungen überhaupt einmal bestanden haben. Aha. Du bist gut. Für was hätte sie denn sonst blockt? Hast du das gehört, Victor? Ja. Und das ist der Dank. Aber ich möchte jetzt unter vier Augen mit Ihnen reden, Herr Doktor. Dann, möchte ich nicht nein, du bleibst da, Fritz. Der Herr ist mein Freund und über alles unterrichtet. Außerdem haben wir zwei sowieso nicht mehr sehr viel miteinander zu reden, Herr Weber. So, meinen Sie. Bitte, aber ich trage keine Verantwortung, wenn es Ihnen nachträglich unangenehm ist. Unangenehm ist mir nur, wenn Sie noch lang brauchen. Bitte, Herr Doktor, bitte. Meine Devise war stets Delicatesse et Discretion. Ja, ohne diesen Grundsatz könnte ich meine Mission überhaupt nicht erfüllen. Dauert die Einleitung noch lang? Nein, ich bin gleich zu Ende, Herr Doktor. Ich bin gleich zu Ende. Sie können ablehnen, bitte. Sie können aber auch annehmen. Umso besser. Aber dass einer grob wird und meine Damen beleidigt, das ist mir in meiner langjährigen Praxis noch nicht passiert. Was? Du hast sie beleidigt? Ja, und wie? Das ist doch überhaupt nicht wahr. Es ist wahr, Herr Doktor. Sie haben ein holdes Wesen tödlich gekränkt in dem Augenblick, als sein Herz sich Ihnen öffnete wie eine Lotusblüte. Hören Sie doch endlich auf mit Ihren Phrasen. Ich habe der Dame nur höflich zu verstehen gegeben, dass ich diese Art des Kennenlernens missbillige. Höflich, sagen Sie da, höflich. Unsere Ansichten gehen ein bisschen auseinander, Herr Doktor. Ein schönes Haus, wo eine Dame verstaubte Scharteke genannt wird. Mir trifft der Schlag. Diese unverschämte Behauptung nehmen Sie sofort zurück. Nichts da, Herr Doktor. Ich stehe hier und sage die Wahrheit. Selbst auf die Gefahr hin, dass Sie auch Ihre Drohungen verwirklichen. Was denn für Drohungen? Ja, dass man mich hinausschmeißen will, dass ich mich gegen Knochenbrüch versichern lassen soll. Ja, das sollten Sie auch. Ach so. Das ist das erste vernünftige Wort, das ich von Ihnen höre. Lass mich in Ruhe mit der Höflichkeit, Fritz. Dreimal belästigen Sie mich jetzt schon, Sie mit Ihrer fatalen Persönlichkeit. Wenn Sie das noch einmal tun, mein Lieber, dann... Was ist dann? Dann können wir nur hoffen, dass Sie wirklich versichert sind. Ich sage Ihnen, dass Sie lügen, Herr Weber, und zwar schamlos lügen. Das wird sich aufweisen, Herr Doktor, das wird sich aufweisen. Gehen Sie jetzt. Ja, ich gehe, aber ich bringe meine Dame hierher. Gehen Sie. Und wenn sie Ihnen vis-à-vis steht, dann hat das Leugnen sowieso ein Ende, das sage ich Ihnen. Auf Zeiten geht's. Nein, Herr Teres, das ist gerade das. Ich darf nicht beginnen. Wir haben heute schon gekommen, dass wir uns vorstellen. Was soll denn das? Geh, da schaust. Wie man denkt, es ist besser, ich komme nur vor dem Prozess. Grüß Gott, Bernhard. Ja, grüß Gott, grüß Gott. Was sagst du denn dazu? Ist das denn tatsächlich ein Narrenhaus? Ist der schon wieder da? Der große Schleicher. Ja, wo hast denn du überhaupt eine Konzession, Hofbauer? Und wie stellst denn du dir so ein Geschäft vor? Du musst ja lachen. Nein, Herr Teres, auf dich hin. Ist grad grillig da, Herrin. Also mich wundert nichts mehr in dem Haus, Victor, wo ein solcher wie der damit seinesgleichen ein- und ausgehen darf. Ich geh, Victor, ich geh.
aber ich komm wieder! So, Herr Schlawiner, den bei grad Sichner geschwollt mir der Kampi. Wo ist ein Zeugenbraucher, Herr Doktor? Gegen den Lumpen schwöre ich jeden Meinheit. Ja, es ist schon recht, Hochbauer, ich danke schön. Bitte schön, Herr Doktor, bitte schön. Ach, der redet bloß so dumm daher, weil er gerade 6,5 so schnell reingesoffen hat. 6? So. Victor, pack meine Koffer. Ich reiß ab. Nein, jetzt nehme ich die Sachen in die Hand. Ich weiß schon, was ich tue. Ja, du untersteh dich, gell? Sag halt auch was, dass wir ins Tisch kriegen können. Du bist Hauserin, gell? Wir müssen uns entschuldigen, ich hab jetzt keine Zeit. Was isst du denn gern, der Herr Doktor, hä? Ja, fragen Sie doch selber. Hey, ist aber geschrupft. Der wäre mir kaum verdrungen, meine. Das wird sie alles geben. Also, Herr Doktor, das mit den 25.000, die stimmt fein. Ja, sie hat's notarisch. Du sollst aussehen und sag's ihm. Hofbauer, Sie legen doch Wert auf meine Verteidigung, oder nicht? Ja, freilich, deine Patzin hat's mir eh. Und jetzt schon gleich gar. Erst gestern habe ich einen Greg Willi vom Wasserpark beim Unterwirt noch ein paar gestört. Ja, um Gottes Willen, und das ausgerechnet 3 Tage vor unserem Prozess. Ja, da feit sich nichts, Herr Doktor. Ich hab mich zuerst an Hans Wursten heißen lassen am Psuffern. Darf er mich das? Ja, vielleicht darf er das, Hofbauer. Was ist denn jetzt schon wieder Victor? Der ist doch gerade weg. Ach so. Hans Wursten, sucht er! Was? Hat er zu mir gesagt. Ach so. Und wenn es mehr solcher nicht gab wie mich, dann ganz Königreich Bayerns Grund, mag er sagen. Mag er sagen. Ja. Da ist gerade ein Brief abgegeben worden für dich. Was, ein Brief? Ja, Hoteldiener hat ihn gebracht. Ja, gut, dass ich hinterlassen habe, wo ich bin. Das Königreich Bayern hat er gesagt, ganz Grund wegen meiner. Der hat einen Lump. Der fährt die Song. Komm nicht gar so laut. Sonst meinen die, ich bin auch so geschert. Du, Hans. Bin ich ein Preis? Warum hast du mir nicht gesagt, dass die Frau Werneck schon da war? Wer? Frau Gisela Werneck. Ja, und was war denn der Grund, dass du sie beleidigt hast? Das Königreich Bayern. Beleidigt ich? Ja, offenbar. Ja, aber ich hab doch nur... Ja, entschuldige, Hans. Ich kenne diese Dame sehr gut. Ich sag keine Unwahrheiten. Ich bin nur der einmal gegangen. Man kann ja gar nichts diskrieren. Ja, aber sag mal, Fritz, wie kommst denn du überhaupt zu ihrem Namen? Hm? Also, du bist halt komisch. Vor allem finde ich es so sonderbar, dass du mir kein Wort von ihrem Besuch gesagt hast. Ja, aber ich erzähl dir doch die ganze Zeit von ihr. Von ihr? Ja. Ja, sie ist... Die Witwe, ja. Und du behauptest, dass sie da war, um dich einzufangen? Ja. Durch einen Heiratsvermittler? Ja, tausendmal ja. Durch diesen salbadernden Schufter, den Weber? Natürlich. Für was sind wir eigentlich da? Das möchte ich jetzt wissen. Stabis, das wird sie alles geben. Das ist alles der Patzi, der Weber. Das ist ja alles ein furchtbarer Irrtum. Also pass auf, Hansl. Die Frau Werneck hatte nach dem Tod ihres Mannes ziemliche Unannehmlichkeiten. Da existiert nämlich noch ein Neffe, so ein verkommener Student, und der möchte sich ihr ganzes Erbe aneignen. Gefritzt, das ist doch alles nur ein erfundener Roman. Das sind doch Tatsachen. Das ist doch der Fall, den ich dir zugeleitet habe. Aber warum beschwert sie sich dann bei dir? Über Beleidigungen, die überhaupt nicht existieren. Und außerdem auch noch bei diesem sauberen Herrn Weber. Ja, warum? Ja, das muss ich rauskriegen. Ich fahre gleich hin zu ihr. Entschuldige mich. Ich komme so schnell wie möglich wieder zurück. Gott sei Dank, der ist gegangen. Jetzt passen Sie auf, Herr Doktor. Ja. 15.000 Mark habe ich im Bar und nochmal 10.000 im Pfandbrief. Pfandbrief habe ich selber und das Geld habe ich meinem Bruder gegeben zum Aufsparen. Ja, und das Geld kann sie haben oder sie kann es liegen lassen bei mir. Da werden Sie mir zwei schon einig. Nein, Hofbauer. Ja, nachher muss das Geld aufgesagt werden. Okay. Denke jetzt die Männer leid gerade wie ans Geld. Ich meine, Herr Doktor, wir haben doch so auch noch was zu reden, ne? Schau, ich bin heute halt ein Weiberz. Ich kann doch nicht gut über das alles einmal reden. Meine liebe Frau Meier, Sie befinden sich da leider in einem großen Irrtum. Ja, aber hausen dann ist nicht schlecht mit der Therese. Sie kennt Leid, sie kann reden. Da ganz aufwärts mit dem Geschäft. Hofbauer, jetzt nehmen Sie Ihre Schwester und fahren Sie wieder heim damit. Dann vertrete ich Sie lebenslänglich und kostenlos. So. Auch nicht schlecht. Also, na, Teres, geh weiter, geh mal. Ich mag
kein Fächer. Oh, mein Frau Meier. Geh weiter, Teres. Tach, habe ich die Ehre mit Herrn Dr. Stein? Ja, bitte. Also, Dr. Exarien, wir schießen Victoria. Die haben wir fein rausgewimmelt. Ja, möchten Sie mir nicht sagen, was... Ja, natürlich, ja. Also, ich komme jetzt am Mittag gerade noch rechtzeitig zur Table tot. Kaum sitze ich, rauscht meine verehrte Tante majestätisch in den Saal. Mustert mich von oben bis unten so und setzt sich ostentativ ans äußerste Ende der Tafel. Als wir beim dritten Gang sind, Poularde mit Kopfsalat, reicht ihr der Page unseren Brief. Unseren Brief? Ja, ich nehme ihm noch einen ordentlichen Happen, blinzle unbefangen hinüber, um zu sehen, wie die Granate einschlägt. Ich sage Ihnen, Doktor, die Wirkung war eminent. Mein gutes Tanzi wird mal blass, mal rot, dann springt sie auf und raus aus den Kartoffeln. Wie? Da raus aus dem Pfarrhof. Ich benutze die allgemeine Bestürzung, noch einen Pulartschlägel einzuziehen. So, ja und? Ja, nach ein paar Minuten geht ein Spektakel los. Zimmermädchen runter, Oberkellner rauf. Rechnung, Koffer packen, Kursbuch, Wagen. Alles erkundigt sich, man erfährt nichts, als dass die Gnädige heute noch abreißt. Doktor, da habe ich Shampoos auffahren lassen. Ein Piriat allen Tanten der Welt. Mögen Sie in die Luft geschossen werden wie die Meile. Möchten Sie mir nicht endlich sagen, was Sie mir da eigentlich alles erzählen? Ich habe noch nicht einmal das Vergnügen, Sie zu kennen. Ah ja, Verzeihung, ich war erst in der Freundin der Rie, um mich vorzustellen. Ich statten Bornstedt. Arthur Bornstedt, wenn Sie statten. Kandidat der Medizin, mal so wie Breslau, mal so wie Gießen. Fuchsmajor, 2.2.1. IACB. Bornstedt? Ja. Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Na ja, haben Sie da nicht mit Ihrem Buchhalter gesprochen? Ich war doch schon hier in Ihrer Kanzlei. Ach, und da haben Sie mit meinem Buchhalter verhandelt. Ein famoser Mann, Doktor, schreibt eine eminente Feder fabelhaft. Meine Tante ist wie eine Rakete explodiert, verknallt. Ja, darf ich jetzt endlich erfahren, worum es sich eigentlich handelt? Wovon sprechen Sie denn überhaupt? Na, von dem großartigen Brief. Welchen Brief? Na, wie in der Erbschleicherei. Wer hat den Brief geschrieben? Ihr famoser Sekretär. Und Sie haben den Brief abgeschickt? Natürlich. Mit was für einer Unterschrift, wenn ich fragen darf? Ja, das ist Ihr Sekretär hat Ihr Faksimile benutzt. Das ist ja unglaublich. Ah, seien Sie jetzt beruhigt, Doktor. Der Brief war so vorzüglich verfasst, dass er auch, verzeihen Sie die Bemerkung, von Ihrer bewährten Hand nicht verbessert werden konnte. Ich werde den Fall untersuchen und vermutlich alles widerrufen. Wie heißt denn die Dame? Wo wohnt sie? Na, hier gibt es ja nichts zu revozieren, Doktor. Sie haben meine Interessen wahrzunehmen. Es steht mir doch hoffentlich frei, diese Interessen zu prüfen, oder nicht? Also, wie heißt die Dame? Werneck, Gisela Werneck. Sie wohnt hier in der Maximilianstraße im Gleichholz, Herr Wich. Gisela Werneck, ich hab mir's ja gedacht. Dieser Singer! Lieber lasse ich ja eine Dynamitkiste ohne Aufsicht als diesen Kerl. Ja, also, Doktor, ich finde Ihre Erregung völlig überflüssig. Ach, scheren Sie sich doch zum Teufel, Bornstedt! Na, hören Sie, Doktor, Sie haben verdammt unangenehme Manieren. Verdammt unangenehme Manieren. So, Advokat! Jetzt leiden Sie uns, China. Vielleicht hören Sie Meinheit. Nicht hitzig wie ein Baptist heute zurück. Ach, sind was? Sie doch ruhig, hier haben wir zu reden. Herr Weber, wo steckt überhaupt dieser Mensch? Schluss jetzt, ich lasse einen Schutzmann holen. Sie sind ein Hochstapler, Herr Weber. Es ist überhaupt nicht wahr, dass Sie einen Auftrag hatten. Sie haben nur irgendwie unter der Hand erfahren, dass mich diese Dame besuchen wollte. Und darauf haben Sie Ihren feinen Plan aufgebaut, nicht wahr? Ja, fällt nicht gleich das ganze Haus doch zusammen über diese Beschuldigung. Ja, so rinnt's doch. Links Zeugen ist ab für mich. Das will ich. Habe ich Sie zu Herrn Dr. Stein geschickt, ja oder nein? Ja. Bitte. Das ist ja unglaublich. Und als ich mit der größten Selbstüberwindung herkam, hat er mich tödlich beleidigt. Ja, ist denn hier tatsächlich ein Narrenhaus? Wo haben Sie mich denn vor dieser Stunde schon irgendwann einmal gesehen? Sie? Wer spricht denn von Ihnen? Ich meine, den Herrn, der mich hier empfangen hat. So, das war vermutlich mein Buchhalter. Ihr Buchhalter? Ja, der Herr Singer. Gott sei Dank, das war ein Irrtum. Ja, Viktor, ja, das kann Ihnen alles gut werden. Siehst du das, Baptist, was ich allerweil gesagt habe? Ja, okay? Jetzt bring ich ihn um. Ui. Singer. Ich wollte nicht stören, Herr Doktor. Warum haben Sie mir denn nicht gesagt, dass dieser Herr mich sprechen wollte? Und wie kommen Sie dazu, Briefe abzuschicken, die ich nicht gelesen habe? Seien Sie jetzt beruhigt, Herr Buchhalter. Ich habe Herrn Doktor bereits von der brillanten Wirkung unseres Briefes erzählt. Das habe ich Ihnen doch gleich gesagt. Wenn Sie darauf nicht reagieren, ist Sie mit Blech verschlagen. Sind Sie ruhig, Singer! Sie haben sich außerdem unterstanden, meinen Namen zu missbrauchen. Herr Doktor, ich kann der Dame ja sagen, dass es ein Irrtum war, nicht? Soll ich gehen? Ja, Sie können gehen. Zum nächsten Ersten. Herr Doktor, und das alles wegen meinem Weib. Ach. Wie konnten Sie sich mir gegenüber das alles erlauben, nachdem Sie gar kein wirklicher Rechtsanwalt sind? Sie haben ja auch gar keinen wirklichen Prozess gehabt. Herr Weber! Bitte? Wir gehen. Selbstverständlich.
Gestatten Sie, dass ich Ihnen meinen Schutz anbiete? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Da lasst sich vielleicht was arrangieren. Hab ich hier. Moment, bitte. Wirklich, Majestät, schön. Gott sei Dank, Fritz, dass du da bist. Was sagst du denn dazu? Diese Perle von Buchhalter hat meine Rolle gespielt. An der ganzen Geschichte ist bloß dieser Tintenfisch da schuld. Singer, was ist Ihnen denn da wieder eingefallen? Ach ja, nur da. Sie wissen doch, wenn ich nicht aufpasse, dann bleibt uns kein einziger Fisch im Netz. Lieber Singer, haben Sie denn nicht gemerkt, was diese Dame wirklich wollen hat? Nein. Die wollte Sie heiraten. Drum. Sag mal, Fritz, du redest ja überhaupt nicht. Von Frau Wernick hast du sie denn nicht erreicht? Beruhig dich, beruhig dich. Sie ist auch beruhigt. Sie wird dir schon verzeihen. Ja, wirklich? Ja, und sonst nichts? Ja, klang dir das nicht? Ja, aber sie hat doch überhaupt keine Erklärung für mein unmögliches Benehmen. Ja, dafür eigentlich nicht. Ja, hast du denn keine plausible Entschuldigung für mich gewusst? Hast du ihr nicht gesagt, dass ich verrückt war oder betrunken oder meinetwegen sonst irgendwas? Hast du das nicht? Am besten sagst du dir das selbst. Trau dir mal um. Gnädige Frau. Gnädige Frau, ich weiß wirklich nicht, wie ich mich rechtfertigen soll. Ja, das war ein Durcheinander. Was ich heute von Ihnen geglaubt habe, war nicht sehr schön. Ja, und jetzt? Ja, jetzt glaube ich, dass ich Ihnen Unrecht getan habe. Ja, Frau Gisela, das dürfen Sie wirklich glauben. Da, da steht der Übeltäter. Was, er? Ja. Das werde ich Ihnen später erklären, gnädige Frau. Aber sagen Sie, wollen Sie mir wirklich noch vertrauen? Darf ich Sie noch schützen gegen alle unverschämten Ansprüche? Ja, ich weiß nicht. Ich denke, es ist Ihnen unangenehm. Mir? Wie können Sie denn sowas denken? Das haben Sie doch selbst gesagt. Ich? Mhm. Da habe ich nicht gewusst, was ich tue. Ich habe manchmal solche Anfälle. Ich bin halt manchmal wirklich ein kapitaler Hirsch. Ja, und da kann ich dir nicht einmal widersprechen, Hansl. Sei doch nicht gleich gar so aufrichtig, sparte diese Eröffnungen für später. Vielleicht wird Ihnen noch manches beichten, gnädige Frau. Mei, da werden zwei noch allerhand erleben. Aber ich bin ja da. Und geh, Hansl, den Singer entlast nicht. Der tut uns sehr fehlen. So, also gut. Meinetwegen, der bleibt. Als mein Privatföhn. Gnädige Frau, ich möchte jetzt mein bestes Flascherl köpfen. Gehen wir doch hinüber ins Wohnzimmer. Ja, gern. Bitte. Na komm, Fritz, komm. Ja. Nix ist mit Paris. Abwarten. No, Singer, was sagen Sie jetzt zu dem Glück? Von wegen Glück? Das wäre jetzt endlich einmal so ein Prozess gewesen. Und was ist End vom Lied? Wieder ein Vergleich. Thank you.